Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es auch mal endlich geschafft, wieder vor der Kamera zu sitzen. Ich habe sogar eben aufgeräumt mit Vladi zusammen. Die Wohnung ist picobello, hör auf damit, du Arschloch. Das ist, weil du mich so sehr liebst. Oh Mann, Schatz, ohne Scheiß, hau ab. Aua. Hau einfach ab. So, dadurch, dass ich so viel arbeite, habe ich es einfach nicht hingekriegt, irgendwas zu machen. Ah, mit der Ausrede. Es ist so. Ich habe Urlaub auf Überstunden jetzt frei diese Woche. Und ich habe es jetzt erst geschafft, wir haben Dienstag, ich habe es jetzt erst geschafft, ein Video zu machen, aufzuräumen. Und diese Tüten, die ich euch gleich zeigen werde, wann waren wir? Vorgestern. Wann waren wir im Primark? Vor 2 Wochen? Vorgestern. Halt's Maul, ey, wirklich. Wir waren auf jeden Fall vor 2 Wochen oder so, waren wir in Köln, waren im Primark und alles Mögliche. Pieken Kloppenburg habe ich gar nichts gefunden. Also nichts in meiner Größe. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal, was ich so mitgenommen habe. Kennt ihr das? Ihr kauft einfach nur eure Größen und ihr wisst gar nicht, ob euch die Sachen passen. Das heißt, ich werde gleich erst sehen, ob mir die ganzen Sachen passen oder nicht. Ich habe auf jeden Fall noch nichts ausgepackt. Kann sein, dass ich da jetzt wieder was finden werde, wo ich mir so denke, okay, weiß gar nicht mehr, dass ich das mitgenommen habe. Auf jeden Fall habe ich dieses T-Shirt-Kleid. Sieht man alles? Ja. Ja, okay. Dieses T-Shirt-Kleid hat mich gewundert, aber meine Mama hat genau dasselbe Kleid gekauft. Das ist ein T-Shirt. Das ist ein T-Shirt-Kleid, Schatz. Das ist Oversize. Der hat keine Ahnung, ignoriert den einfach. Oversize. Hat auf jeden Fall 8 Euro im Primark gekostet. Ich habe es in der Größe S mitgenommen und ich hoffe, dass es passt. Steht einfach nur Los Angeles, Brooklyn, Manhattan und all sowas drauf. Fand ich irgendwie cool. Wollte ich erstmal nicht kaufen. Vladi hat gesagt, doch, kauf. Deswegen habe ich es jetzt mal mitgenommen. Dann ein basic weißes Langarm-Shirt. Hat 4 Euro gekostet. Und ja, ich glaube, ich habe so einige davon mitgenommen. Weil ich mir auch nicht sicher war, ob ich XS oder S brauche. Die sind beide in S. Habe ich noch eins mitgenommen? Oh mein Gott, keine Ahnung. Kann sein, dass da gleich noch eins auftaucht. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall nur von 2. Ich hoffe, die sind nicht allzu durchsichtig, aber sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Und ja, habe ich beide in Größe S mitgenommen, weil ich einfach zu selten solche Langarm-Shirts habe. Und ja, ich hoffe, sie werden mir passen. Ein basic schwarzes T-Shirt, weil ich kein einziges schwarzes T-Shirt habe, Freunde. Ich habe kein einziges in meinem Schrank. Habe ich auch in Größe S genommen und das hat 2,50 Euro gekostet. Klasse. Achso, ja. Noch ein schwarzes in S. Und ich glaube, ich habe auch welche in XS. Ja. Ah ne. Ein Langarm-Shirt in Schwarz habe ich mir mitgenommen. Das hat auch 4 Euro gekostet. Und das habe ich halt in XS jetzt mitgenommen. Ich werde sehen, ob mir das XS oder das S besser passt. Ich glaube aber eher, das XS wird besser passen. So, dann ein basic weißes T-Shirt. Auch in Größe S und auch 2,50 Euro. Ich weiß nicht, ich brauchte mal so normale weiße und schwarze T-Shirts, deswegen habe ich mir das auch nochmal genommen. Aber in weiß habe ich die auch mehr, deswegen glaube ich, habe ich nur eins mitgenommen. So, dann 2 schwarze Tops. Die haben 3 Euro gekostet, 2 Stück in Größe S. Und ja, ihr wisst ja, hoffentlich, man braucht halt einfach ein bisschen, ne? Ein paar mehr davon, weil die anderen kaputt gehen, immer wieder Löcher oder sonst irgendwas. Deswegen. Weil ich habe nur schwarze und weiße Klamotten. Wer kennt es nicht? Eine normale schwarze Leggings. Im Primark andauernd, wirklich. Ich kaufe mir jedes Mal neue Leggings. Ein Größe S hat 4 Euro gekostet. Ja. Die sehen irgendwie ein bisschen breit aus. Ich habe Angst, dass sie mir nicht passen.
Egal, ansonsten habe ich ja noch meine Mama. Ne, Mutti? Du freust dich dann auf schwarze Leggings. Ha, dann bringen wir mal ein bisschen Farbe rein, ne? Habe ich mir so eine kurze Hose in Rot genommen. Auch in Größe S für 3 Euro. Normalerweise wollte ich die hier in Weiß haben und in Grau. Aber leider gab es die nicht in meiner Größe. Deswegen habe ich jetzt nur die hier genommen. Habe ich mir noch so eine schwarze Shorts mitgenommen. Weil ich die irgendwie so cool fand. Und dadurch, dass es eh jetzt in nächster Zeit wieder heiß werden soll, passt es eigentlich ganz gut. Die hat die Größe. Oh, leck mich, doch an die Food. Oh, die habe ich mir in 36 mitgenommen. Ja gut, könnte sein, dass die was breit wird, aber egal. Hat mich auf jeden Fall nur noch 5 Euro gekostet, wenn ich richtig sehe. Ja, hat 5 Euro gekostet, ist eine ziemlich, ziemlich dünne und hat halt hier so ein cooles, ja, Muster nicht, aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? Und ansonsten ist sie wirklich ziemlich dünn, nicht durchsichtig. Und hat hier so einen Bund. Deswegen denke ich eigentlich schon, dass sie mir passen wird. Außer, dass es hier vielleicht an den Beinen ein bisschen zu locker aussieht. Vielleicht sieht es nicht schön aus, ich weiß es nicht. Irgendwann werde ich da schon reinpassen, Freunde. Ansonsten noch ein schwarzes und ein weißes Bandeau-Top für drunter. Habe ich auch in Größe S mitgenommen. Hat mich 6 Euro gekostet. Und ja. Meine anderen sind nämlich alle XS, die sind ein bisschen zu klein geworden. Deswegen mussten neue her. Habe ich noch so ein ganz kurzes Top. Also das ist eigentlich wirklich schon wie ein... ist eigentlich schon eher wie so ein Bustier, würde ich sagen. Ist in der Größe XS und war reduziert auf 2 Euro statt 4 Euro. Hat dann hier so einen Knoten schon gebunden. Und ja, ich fand halt das Muster mega cool. Deswegen wollte ich das unbedingt haben. Auch wenn es jetzt XS ist. Ich glaube trotzdem, es wird mir besser passen als das in S, was ich noch habe. Aber ja, fand ich eigentlich ziemlich schön. Ja, und dann habe ich dasselbe halt nochmal in Türkis. Das ist zwar ein S, aber ich glaube, das wird ein bisschen lockerer sitzen. Also ich glaube, das XS wird da besser passen. Aber ihr werdet es ja sehen, ne? Ich blende das ja ein, wie das angezogen aussieht. Und ja, so. Ansonsten, wer kennt es nicht, Haargummis, weil sie immer wieder verloren gehen. Und eine Sonnenbrille. Irgendwie kaufe ich mir im Primark eigentlich jedes Mal eine neue Sonnenbrille. Weil ich sie in meinem Auto immer zerkratze. Oh Mann. Nein. Die hat auf jeden Fall 3 Euro gekostet. Und ich kaufe mir seit Jahren immer dieses Muster. Ich weiß auch nicht. Irgendwie mag ich das. Oh, jetzt muss ich das waschen, weil das so ekelhaft klebt. Ich weiß gar nicht. Steht mir diese Sonnenbrille überhaupt? Jo. Jo, es klebt. Ja, muss ich auf jeden Fall gleich waschen. Oh, hier steht UV Protection Kategorie 3. Mhm. Ja, auf jeden Fall eine neue Sonnenbrille. Ist was größer. Aber ich mag die. Das letzte aus dem Primark. Schüchchen, weil meine weißen Schuhe alle nicht mehr weiß sind. Haben 4 Euro gekostet. Größe 37. Und ja, ich habe so ähnliche auch schon zu Hause. Aber wie gesagt, die sind halt nicht mehr weiß. Deswegen wollte ich neue haben. Habe ich keine Ahnung, wo ich die Strumpfhosen gekauft habe. Aber sie lagen gerade in der Tüte drin. Deswegen 2 normale Strumpfhosen. Keine Ahnung, wie teuer die waren. Ich glaube, die sind aus dem Penny, um ehrlich zu sein. Und da habe ich auch mich noch gewundert, weil das, glaube ich, Größe
Oh Gott, welche Größe war das? Ich glaube 36, 38 oder so. Aber die sitzen ja eigentlich trotzdem immer perfekt, deswegen. Geht es weiter mit TK Maxx, Freunde. Habe ich eine Decke, auf der ich gerade sitze. Für 10 Euro habe ich die bekommen. Da ich meine, also wir hatten schon mal so eine Picknickdecke und ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Aber dieses schwarze hier, ne, dieses, wo man das halt drauflegt, ist gerissen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Da stand irgendwas drauf, ich wollte die einpacken und dann ist sie komplett gerissen. Deswegen wollte ich eine neue haben. Und ja, die hat Pfeile drauf, ist pink-schwarz und die kann man halt so zusammenfalten, dass, dass man die direkt tragen kann. Also hier ist so ein Henkel und wenn man die richtig faltet, ich hoffe, ich kriege das hin mit den Falten, wieder so... Klasse. Der tut so, als würde er krank sein. Ich bin? Also, ach, halt doch die Klappe. Nicht wundern, er tut nur so. Weil zocken tut er trotzdem und so, ne? Und jetzt liegt er da, Ventilator wird gleich wieder angemacht. Habe ich jetzt nur fürs Video ausgemacht. Ah, den haben wir auch gekauft. Wir haben einen Ventilator gekauft, weil der andere einfach umgekippt ist und kaputt gegangen ist. Jetzt haben wir einen neuen. Und Schwammbetttücher haben wir auch gekauft. Fürs neue Bett, weil wir keine hatten. Die sind so gut. Ja. So. Oh, Geld! Ich habe 10 Cent in der Tüte gefunden. Die gehören mir. Nein, Sparschwein. Das einzige Oberteil, was mir gepasst hatte, war das hier. Und ich... Ja, viele werden jetzt bestimmt sagen, sieht aus wie eine Gardine. Ist aber ein T-Shirt. Hat hier drin direkt so ein... ja, sowas eingenäht quasi, dass man da nicht durchgucken kann. Was ich echt gut finde, dann muss man darunter nämlich keinen Bandeau-Top mehr anziehen, weil es schon direkt dran genäht ist. Ja, dann habe ich eine Größe S und hat 10 Euro gekostet. Also ist auch nicht gerade teuer. Und ja. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das schulterfrei ist. Kann sein, dass es sogar schulterfrei ist, aber ich bin mir nicht sicher. Naja. Habe ich auf jeden Fall schon anprobiert, das passt mir auf jeden Fall. Aber werde ich euch gleich zeigen. So. Und das letzte war im Deichmann. Und zwar habe ich schon so lange nach solchen Schuhen gesucht, die ich schön finde. Weil ich einfach nie welche. Also, ich gehe rein und wenn mich da nichts anspricht, dann gehe ich direkt wieder raus. Und die haben mich halt angesprochen, deswegen habe ich die mir mitgenommen. Ich finde die echt schön. Ich habe sie mit Vladis Geld bezahlt. Wartet. Die haben 27,90 Euro gekostet im Deichmann. Und ja, ich finde die mega schön. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich musste mir die in 36 mitnehmen, weil ich in Absatzschuhen immer Größe 36 habe und sonst halt 37. Ich weiß nicht wieso, aber 37 passt mir nicht. Ich hatte extra nochmal anprobiert gehabt. Aber dann ist das Band hier zu breit und dann sieht das nicht mehr schön aus. Deswegen bin ich glücklich mit diesen Schuhen. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Okay. Jetzt muss ich alles anziehen. Jason, komm, zeig mal auch, was du kannst. Ja, dann geh. Einen armen Nachbarn, ey. So, dann nehme ich nächstes Mal. Okay, reicht.